Es wird mal wieder Zeit für ein Packvideo für das Disneyland Paris. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Kofferpack-Video. Ja, das mache ich ja hin und wieder mal. Für Walt Disney World habe ich das letzte Mal gemacht, jetzt auch mal wieder für Disneyland Paris. Habe ich auch schon mal vor, ich glaube, einem Jahr. Es ist auf jeden Fall schon etwas länger her. Und ich dachte, es wird mal wieder Zeit für ein Packvideo. Ich zeige euch, was ich alles in so meinen Koffer einpacke. Ich bin ja nächstes Wochenende in Disneyland Paris. Übrigens auch hallo von meinem Baby-Yoda-Freund hier. Ich dachte, ich komplementiere, das heißt es so, ja, ich glaube schon. Das Outfit mit meinem kleinen Freund, den habe ich ja letztes Mal in Disneyland Paris mitgenommen. Da hat so einen Magneten und den kann man sich dann hier an die Schulter setzen. Und ja, ist wirklich sehr süß, genau. Nächstes Wochenende ist ja ein bisschen besonders, denn das Jahreskarten-Event steht an, das erste seit, ich glaube, 2, 3 Jahren. Also seit der Pandemie. Und ja, ich freue mich drauf und ich zeige euch, was ich am Jahreskarten-Event anziehe und was ich an den 2 anderen Tagen anziehe. Ich bin ja bis Sonntag da mit der lieben Nina und stelle euch meine Standard-Packliste vor. Ich habe auf dem Handy mir so eine Standard-Packliste zusammengestellt, weil eigentlich ist es auch immer dasselbe. Jedes Mal, wenn ich hinfahre, brauche ich euch immer dieselben Sachen. Natürlich immer andere Outfits, aber ja, das zeige ich euch alles in diesem Video. Ich packe euch natürlich alle Links zu den Sachen, die es noch online gibt, gern unten in die Infobox, wie immer. Und zeige euch die Outfits auch angezogen. So, und wir legen los mit dem Outfit für das Jahreskarten-Event. Ja, das Thema des Jahreskarten-Events ist ja der 30. Geburtstag vom Disneyland in Paris. Deswegen kleide ich mich auch in den Farben des 30. Geburtstags. Und das ist ja so ein Iridescent Rosa-Blau-Mix. Und ja, deswegen erstmal den Spirit Jersey, den weißen, den es zum 30. Geburtstag gab. Zurzeit ist er gerade ausverkauft, er soll aber im Laufe des Jahres wiederkommen. Wann, kann ich euch leider nicht sagen, aber gerade ist er ausverkauft. Unter anderem auch der Seifenspender, die Trinkflasche, die Tasse und der Loungefly war ja gefühlt nur für 3 Stunden da. Ja, also den ziehe ich drunter an. Also als im Prinzip als Pullover. Dazu kombiniere ich einfach einen schlichten schwarzen Rock, weil, das zeige ich euch gleich, obenrum wird es noch ein bisschen wilder. Aber erstmal zu den Sachen, schwarze Strumpfhose, brauche ich euch ja nicht zeigen. Und dazu ziehe ich einfach hier diese Boots an. Die habe ich mal bei Zalando bestellt und man sieht es vielleicht in dem Schimmer, da ist Mickey und Minnie drauf. War noch nicht so teuer, von Even und Odd sind die, glaube ich. Ja, genau. Also wenn ich sie noch finde oder sie noch gibt online, packe ich euch den Link gerne unten in die Infobox. Ja, und jetzt wird es ein bisschen farbenfroher, denn ich habe mir hier diese Jacke gekauft bei Shein. Gab es letztes Mal auch noch online, war im Sale. Ich glaube, die hat jetzt mit Rabatt 13 Euro gekostet. Und ja, farblich passt sie ja perfekt zum 30. Geburtstag. Wahrscheinlich werde ich sie auch danach, also nur fürs Disneyland anziehen, weil zu Hause... So kann es jetzt auch nicht vor die Tür gehen. Also ich nicht. Aber für die Party zum Geburtstag passt es perfekt. Ja, deswegen der schwarze schlichte Rock. Die Nina bringt auch noch Glitzer mit. Man darf sich tatsächlich für diese Partys extravaganter kleiden, so eine Art Kostüme anziehen. Also ja, da ist, darf man das schon. Und dann passend dazu die Ohren vom 30. Geburtstag. Und die hatte ich ja auch schon an letztes Mal. Die Bauchtasche von Shop Disney. Mit den Pins vom 30. Geburtstag, ja. Also farblich voll im Look. Wie gesagt, wir machen uns noch Glitzer ins Gesicht und wahrscheinlich trage ich einen dunklen lila Lippenstift auf, der auch noch ein bisschen glitzert. Man darf ja auch, kann man endlich wieder Lippenstift tragen, denn ja, ohne Maske kann man, verschmiert der auch jetzt nicht so. Ja, also das ist das Outfit und dazu kombiniere ich den LED-Rucksack, den habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Denn das Event findet ja abends statt oder nachts, also geht bis 2 Uhr morgens. Und ja, da passt er perfekt, denn da kommt er auch mal zur Geltung. Jetzt wird es ja immer länger hell und wenn es hell draußen ist, sieht man ja auch kaum, was hier so los ist auf dem Rucksack. Deswegen ziehe ich ihn fürs Jahreskarten-Event an und dann die anderen 2 Tage dann nicht mehr, weil ja, man trägt ihn dann rum und er kommt gar nicht so gut zur Geltung, erst wenn es dunkel ist. Deswegen kommt der auch zum Jahresevent zum Jahreskarten-Event zum Einsatz. Packe ich euch den Link auch gerne mal unten in die Infobox von dem Rucksack. Ja,
Das war mein Outfit fürs Jahreskarten-Event. Was sagt ihr? Wie findet ihr das Outfit? Könnt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Ja, dann geht's weiter mit Tag 2, den Samstag. Und da muss ich erstmal die Sachen auf meinen Schoß holen. Ja, das Wetter soll nächstes Wochenende ja so schön werden. Bis zu 18 Grad sollen es werden. Und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, okay, jetzt wird es ein bisschen frühlingshafter. Und ich möchte direkt ein neues Outfit ausführen. Und zwar den Mary Poppins Rock von Stitch Choupé bei Loungefly. Den habe ich mir jetzt in Amerika bestellt, als ich da war. Und kann ihn jetzt endlich mal anziehen. Ich werde auf jeden Fall Fotos vor dem Karussell machen. Und Mary Poppins ist ja auch fast täglich mittlerweile anzutreffen am Town Square mit den Pinguinen. Und ich hoffe, dass es auch am Samstag der Fall sein wird. Das wäre natürlich ein Träumchen, wenn ich Mary Poppins auch noch treffen könnte in dem Outfit. Ja, also das ist der Rock. Dazu das passende T-Shirt. Einfach ein weißes T-Shirt mit dem Mary Poppins. Es ist halt genau das passende T-Shirt zu dem Rock. Dazu kombiniere ich hier diese Ohren von der Minnie Mouse Main Attraction Collection. Denn da ist auch so ein Karusselltier drauf, also das Karussellpferd. Passt vom Motto her super dazu. Und dann einfach, ziehe ich einmal drüber, weil es morgens natürlich immer noch sehr kühl sein wird, einfach eine weiße, eine weiße Strickjacke. Und dazu kombiniere ich einmal die Michael Kors Tasche. Die ist einfach nur ein bisschen rosé. Ich habe nämlich keine ganz passende Tasche zu dem Outfit. Und es kommt auch gleich ein zweites Outfit, was ich mir an dem Tag anziehen möchte. Deswegen es ist einfach eine schlichtere Tasche. Und dazu kombiniere ich, eine Sekunde, die Cinderella Aldo-Schuhe, die es auch bei Zalando gab. Sind sehr, sehr schlicht. Also die glitzern halt schön. Und hier steht Timeless Classic vorne drauf. Ich muss die tatsächlich noch einlaufen. Also wenn ich jetzt demnächst spazieren gehe, muss ich die mal anziehen, damit ich auch keine Blasen kriege. Die sind nämlich neu. Und genau, da zeige ich euch erstmal den Schmuck, den ich noch dazu anziehen werde. Und zwar, ihr seht schon, ich trage schon die ganze Zeit den Schmuck. Und zwar ist der von Anna Luisa. Und Anna Luisa hat gerade einen March Madness Sale. Kann ich euch auch gerne unten verlinken, einen Link in die Infobox packen. Also die haben ganz, ganz tolle Rabatte gerade. Ich zeige euch den Schmuck auch nochmal gleich ganz nah. Und ja, das ist der. Ich trage eine Kombination aus zwei Ohrringen von denen. Einmal hier diesen länglichen Ohrring, der so runterhängt. Und der ist von beiden Seiten sehr, sehr schön. Ihr seht es, hinten hat er so einen kleinen Stift und den steckt man einfach so rein und dann hängt er. Und man kann auch die Länge variieren. Genau. Und dazu habe ich hier diese Kreolen kombiniert, die sind auch von Anna Luisa und sind sehr schlicht und klein, aber passen perfekt dazu. Ja, ich habe ja zwei Ohrlöcher, dasselbe auf der anderen Seite. Sieht wirklich sehr schick aus. Ich zeige euch den Schmuck natürlich auch nochmal von Nahem. Und dann habe ich noch eine Sache bekommen, die passt jetzt aber leider nicht ganz so zu dem Outfit, aber es passt super zu Disney. Und ich werde es auch auf jeden Fall mal kombinieren zu was anderem. Und zwar diese super schöne, ich packe euch das mal so hin, Herzkette. Also die schreit ja, muss ich sagen, Alice im Wunderland, Herzkönigin. Aber passt auch natürlich zu einem super schönen Minnie Mouse Outfit in Rot. Da habe ich ja im April schon ein Outfit geplant. Da kombiniere ich wahrscheinlich die Kette dazu. Und die Kette kann man ja auch super im Layering-Look anziehen. Ich werde euch gleich auch mal die Kette anziehen in einem Layering-Look, um euch das zu zeigen, wie das an meinem Dekolleté aussieht. Also ja, ganz, ganz tolle Schmuckstücke. Wie gesagt, die haben auch schöne Ringe, Ohrringe, Ketten, Armbänder. Schaut auf jeden Fall mal bei Anna Luisa vorbei. Wie gesagt, der Link unten in der Infobox. Ja, und das wird mein Schmuck sein für das Outfit von Mary Poppins. Und ich habe ja an dem Tag noch vor, Minnie Mouse zu treffen. Und zu dem anderen Outfit passt der Schmuck auch noch. Minnie Mouse in ihrem Stella McCartney Outfit. Ich habe gesucht und ich habe gesucht. Ich wollte tatsächlich ein Outfit mit blauen Punkten finden. Aber es gab nichts mit blauen Punkten. Deswegen habe ich mich für lila Punkte entschieden. Und zwar habe ich mir ein Kleid bei Amazon bestellt. Dieses hier. Im Prinzip sieht es genauso aus wie bei Mini. Nur Mini hat nicht einen Hosenanzug an, ich werde ein Kleid tragen. Sie hat blaue Punkte, ich habe lila Punkte. Aber ich glaube, das wird ganz gut aussehen. Und ich werde mich dann vor dem
Treffen mit ihr natürlich umziehen, damit ich das schöne Outfit auch tragen kann zu ihr. Und ich hoffe, dass wir sie treffen werden am Samstag. Ja, also das ist mein Outfit extra für Minnie Maus. Und dazu einfach lila Ohren und einen schwarzen Blazer, weil es wird ein bisschen kühl sein. Ja, also das sind meine Outfits für den Samstag. Und mein Outfit für Sonntag ist auch sehr frühlingshaft, muss ich sagen, mit Blumen, denn es blühen gerade die Bäume in Disneyland Paris und das sieht so schön aus. Und ich möchte an diesen Stellen, beim Phantom Manor zum Beispiel, blühen gerade die Bäume in rosa oder bei, beim Haus von Mickey, also wo Meet Mickey drin ist. Und das sieht so schön aus und da möchte ich halt auch ein paar Fotos machen. Das Outfit kennt ihr, wenn ihr meine Walt Disney Vlogs oder mein Walt Disney World Park Video gesehen habt, denn das hatte ich schon in Walt Disney World dabei und ich finde es so schön, dass ich es jetzt gerne nochmal in Disneyland Paris anziehen möchte für die Fotos. Das Outfit habe ich eigentlich komplett von EMP. Wenn es noch existiert online, packe ich euch die Links gerne unten in die Infobox und denkt da an Daniels Rabattcode Disney Parks and More. Ihr bekommt nämlich auch 15% Rabatt. Ich habe keinen eigenen, deswegen kriegt ihr Daniels Code hier vorgeführt. Also das ist der Rock. Ihr seht diese super schönen rosa Blumen und Mickey und Minnie sieht man wirklich sehr dezent hier auf dem Rock. Also wenn man nicht genau hinguckt, sieht man sie auch gar nicht. Dazu kombiniere ich das passende T-Shirt, was es dazu gibt. An den Ärmeln habt ihr nochmal dieses Muster und Mickey und Minnie vorne. Und die passende Jeansjacke gibt es auch noch dazu. Da habt ihr das Muster in der Kapuze und habt ihr hinten nochmal Mickey und Minnie auf dem Rücken. Und die Knöpfe sind auch in Mickey Shape. Ja, also eine richtig süße Tasche. Dazu kombiniere ich, zeige ich euch auch noch mal den Schmuck. Der ist nämlich von Pandora, habe ich mir letztes Jahr, glaube ich, gekauft. Und zwar hier einmal der Ring. Das sind so Gänseblümchen in rosa. Und die passenden Ohrringe. Ich habe auch zwei Ketten in diesem Look. Aber ich finde, zu dem Outfit passt jetzt keine Kette. Seht ihr das? Ja, das sind so kleine Gänseblümchen-Ohrstecker, die kombiniere ich dazu. Gab es letztes Jahr bei Pandora, aber sollte es vielleicht auch dieses Jahr noch geben. Dann meine Designer-Ohren, die mir ja jetzt signiert wurden in Epcot. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, kann ich es euch ganz klar empfehlen. Ich habe nämlich den Designer von den Ohren getroffen. Es ist ein Künstler und der hat mir diese Ohren signiert. Das fand ich richtig schön. Und die kombiniere ich dazu, weil die passen perfekt. Und dazu, die kennt ihr auch, wenn ihr meine Walt Disney World Vlogs gesehen habt, die Minnie-Maus-Tasche, auch mit Kirschblüten, also das sollen Kirschblüten auf der Tasche sein. Deswegen passt sie auch perfekt und ich liebe sie. Und die passt auch super zum Outfit. Und dazu kombiniere ich auch neue Schuhe. Ich muss beide noch einlaufen, sonst kriege ich echt Probleme. Von Adidas, aber mit Adidas-Schuhen, muss ich sagen, habe ich nie Probleme. Und zwar die weißen Iridescent Sneaker. Also sind weiß, aber hier diese, hier und hier. Seht ihr, die wechseln so, die sind in Holo-Optik. So wie, passend zum 13. Geburtstag. Es wird auch super zum Jahreskarten-Event-Outfit passen. Aber da ich schwarze Strümpfe anziehe und einen Rock, ich bin nicht so ein Fan von schwarzen Strümpfen und weißen Sneakern. Das ist mir irgendwie, das mag ich nicht persönlich. Deswegen ziehe ich das nicht an, deswegen ziehe ich Stiefeletten an. Wird natürlich auch super zu der Jacke passen, aber abends wird es immer noch sehr kühl, deswegen Stiefeletten. Aber am Sonntag zu dem Minnie-Maus-Blumen-Outfit passen sie auch sehr schön. Ich werde die auch bestimmt auch noch öfter dieses Jahr anziehen zum 30. Geburtstag, weil die passen einfach perfekt. Ja, gab bei Adidas und Link findet ihr auch unten in der Infobox. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar weitere Accessoires, also nicht Accessoires, sondern was ich sonst noch so einpacke für, ja, wie soll man das sagen, kosmetikmäßig und fürs Hotel und so, was ich sonst noch brauche und auch was ich immer so in meinem Rucksack mit dabei habe. Herr Baby Yoda ist hier gerade so ein bisschen, das muss man immer so ein bisschen richten, sonst fällt er wieder nach vorne, wenn man sich zu viel bewegt. Ja, dann einmal natürlich meine Kameras muss ich immer dabei haben. Stellvertretend die, mit der ich gerade filme. Und hier habe ich noch meine Osmo Pocket drin. Mit der filme ich gerne meine Merch-Videos zum Beispiel, weil ja, die Stabilisation von der echt super ist. Und ich mich da halt viel bewege und wackel. Und ja, deswegen die Osmo Pocket. Ich plane ja auch ein Update-Merchandise-Video für euch zu filmen. Vom 30. Geburtstags Merchandise. Also ja,
haltet die Augen auf für nächste Woche, fürs neue Merchandise-Video, wenn euch das interessiert. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal und drückt die Glocke. Dann bekommt ihr immer Push-Nachrichten, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, also Update zum 30. Geburtstag-Merch wird es auf jeden Fall geben. Wie gesagt, einige Sachen sind ausverkauft bereits, aber sollen im Laufe des Jahres auf jeden Fall wiederkommen. Ich bin sehr gespannt. Ja, dann natürlich muss mit meiner Jahreskarte und mein Fotopass, habe ich ja in diesem neuen, an dem neuen 30. Geburtstag-Lanyard dran, was ich mir auch gekauft habe beim letzten Mal. Und ja, muss ich ja mit, sonst komme ich nicht in den Park rein. Also das ist immer in meiner Handtasche griffbereit. Ich bin ja auch so immer ausgestattet, dass ich eine kleine Handtasche entweder vorne habe oder eine als Bauchtasche trage, plus einen Rucksack. Denn meine Wertsachen habe ich immer gerne vorne oder bei mir in der Nähe. Und im Rucksack habe ich dann immer noch andere Sachen drin. Ich habe noch, das hatte ich tatsächlich mal unter einem Video gefragt, wie das ist mit Taschendiebstahl in Paris. Also ich persönlich hatte noch keine negativen Erfahrungen, habe auch von keinem anderen gehört, dass er negative Erfahrungen hatte. Aber man muss es ja auch nicht darauf anlegen lassen oder darauf ankommen lassen, da irgendwie den Dieben leichtes Spiel zu machen, wenn man das so sagen kann. Deswegen versucht es ein bisschen einzuteilen, die Wertsachen immer bei euch zu tragen und unwichtige Sachen dann im Rucksack. Ja, was ich noch dabei habe fürs Jahreskarten-Event ist mein Monopod. Denn das Programm steht ja tatsächlich noch nicht ganz fest, das wird aber wahrscheinlich nächste Woche, also heute ist Sonntag, das ist wahrscheinlich Mitte nächster Woche, also wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich, vielleicht ist das Programm schon draußen, also wenn ihr bei Instagram mir folgt, poste ich es auch in der Story. Und aber es wurde schon bekannt gegeben, dass viele alte Shows zurückkommen für den Abend. Und zum Showfilmen habe ich immer hier diesen Monopod. Der lässt sich bis, glaube ich, 1 Meter, fast 1,80 Meter rausziehen. Also er ist klein und kompakt, aber er kann sehr lang werden. Und irgendwann tun mir halt die Arme weh, wenn ich irgendwie was filmen muss. Vor allem, wenn ich es hochhalten muss. Ist es immer sehr anstrengend für die Arme, dann wackele ich, dann möchte ich den Arm wechseln und ich möchte halt wirklich einigermaßen gute Qualität euch liefern für die Videos und auch für die Shows. Und deswegen, ja, wird der Monopod eingepackt, ein super Ding, das ist hier der Super Ultra Stick Super 8. Habe ich bei Amazon gefunden, kann ich euch den Link auch gerne unten lassen. Und ja, man packt ihn dann so aus, aber das muss ich euch jetzt nicht vorführen. Ja, dann habe ich auch immer, wenn die Sonne scheint, eine Sonnenbrille dabei. Wenn es regnet, dann ein Regenschirm oder ein Poncho. Aber nächste Woche soll die Sonne scheinen, deswegen nur Sonnenbrillen einpacken. Den Regenschirm kann ich mir sparen. Dann habe ich immer mein Tablet. Das habe ich tatsächlich im Rucksack drin. Das passt nicht in meine Handtaschen. Aber wenn ich schnell Videos hochladen möchte oder währenddessen im Park immer schneiden möchte, deswegen bin ich auch so schnell oft bei diesen Videos zum Hochladen. Ich schneide die wirklich auf dem Weg, auf diesem Tablet. Und wenn wir sitzen beim Mittagessen oder so, kann ich dann immer mal was schneiden und für euch direkt hochladen. Ja, also mein Tablet habe ich mir dabei. Dann packe ich jetzt auch noch ein paar Handschuhe ein fürs Jahreskarten-Event, denn abends ist es immer noch ein bisschen kühl und ich bin eh so eine Frostbeule. Und wenn man die Kamera halten muss, frieren die Finger schnell und das Handy auch noch in der Hand. Deswegen gibt es mir noch ein paar Handschuhe. Ich gehe auch nochmal gleich die Standard-Packliste mit euch durch. Dann packe ich immer Einkaufstüten in meinen Rucksack mittlerweile ein. Denn einerseits sind sie sehr teuer, wenn man jedes Mal solche Tüten kaufen muss. Ich glaube, zwischen 2 und 4 Euro kosten sie mittlerweile. Und ja, deswegen habe ich immer eine dabei, wenn ich was shoppe, dass ich das auch direkt verstauen kann und mir keine neue Tüte kaufen muss, weil ich habe auch schon so viele von diesen Tüten. Und ja, ganz günstig sind sie ja nicht, deswegen habe ich immer eine große Tüte dabei. Und dann habe ich immer noch eine kleine dabei, die habe ich ja immer in der Hand. Da schmeiße ich ja meine Kamera rein, da habe ich eine Flasche Wasser drin, da habe ich Snacks drin, alles, was ich so griffbereit brauche. Trage ich immer gerne in so einer kleinen Tüte noch zusätzlich. Finde ich immer persönlich ganz praktisch. Die sehen mittlerweile auch echt ramponiert aus, weil ich sie sehr, sehr häufig, also bei jedem Trip, auch jetzt im Europapark, habe ich sie auch benutzt. Ja, sehr, sehr praktisch für mich persönlich. Brina macht das jetzt auch mittlerweile immer mit so einer kleinen Tasche. Da kann man halt immer was reinschmeißen oder was man gerade griffbereit braucht. Dann habe ich mir zwei FFP2-Masken eingepackt. Es ist ja keine Maskenpflicht mehr im Park. Aber wenn ich mich unwohl fühle, habe ich einfach mal zwei, packe ich mir einmal in die Handtasche oder in den Rucksack
Und dann kann man sie anziehen, wenn man das möchte. Und dann, ja, meine neuesten Errungenschaften, meine neuesten Ideen für einen Freizeitpark, muss ich sagen, sind diese Sitzkissen. Ich habe sie schon in meinen Vlogs gezeigt und demonstriere sie euch gerne nochmal. Also wie gesagt, es ist ein Sitzkissen, auch fürs Camping. Das heißt, man kann sich ohne Probleme auch draufsetzen. Man kann die ganz klein machen. Also ich habe zwei Stück davon. Hier ist noch ein bisschen Luft drin, muss man eigentlich mal rausholen. Aber ihr seht, wie klein die sind. Die passen in jeden Rucksack. Und dann kann man sie einfach mit aufblasen. Moment, ich demonstriere euch das. Aber so. So. Wie gesagt, so schnell aufgeblasen und darauf kann man sich einfach hinsetzen. Das heißt, wenn wir für Shows warten, für Paraden, für ich weiß was ich, irgendwo uns hinsetzen wollen, in der Warteschlange, haben wir jetzt dieses Sitzkissen. Man muss nicht mehr auf dem nackten Boden liegen, vor allem im Winter kann ich das nicht, sonst kriege ich sofort eine Blasenentzündung. Ja, deswegen habe ich jetzt zwei von diesen Sitzkissen immer dabei. Prina habe ich jetzt auch schon welche bestellt. Also sehr, sehr praktisch. Wir lieben es. Es ist so bequem, wenn man sich da noch irgendwo anlegen kann. Man braucht keine Bank mehr, nur noch dieses Sitzkissen. Habe ich bei Amazon bestellt, gibt es im Zweierpack, findet ihr den Link natürlich auch unten in der Infobox. Ich finde es mega praktisch und die Luft, man macht das noch ganz schnell auf und dann ist die Luft auch so schnell wieder draußen, sogar noch schneller draußen, als sie drin war. Ja, kann ich jedem empfehlen für Freizeitparks oder auch wenn man Kinder hat und keinen Kinderwagen oder so, wenn die sich hinsetzen wollen, perfekt. Ja, und dann für die anderen Tage habe ich den Rucksack dabei. Das ist so mein Standard-Go-To-Freizeitpark-Rucksack. Den habe ich mittlerweile auch in Rot. Da passt super viel rein, sehr praktisch und ja, den habe ich sehr, sehr gerne dabei. Man muss dazu sagen, ich habe ja den Luxus, mit dem Auto zu fahren. Deswegen muss ich auf kein Gewicht achten. Ich kann so viel mitnehmen, eigentlich wie ich möchte. Also man muss jetzt auch nicht übertreiben. Aber sowas wie Snacks und so, Getränke packe ich natürlich auch noch ein. Frühstückssachen, ich nehme immer Smoothies mit, Bananen, Müsli-Riegel, nehme ich alles von zu Hause mit, damit ich mir das vor Ort dann nicht immer kaufen muss. Vor allem halt Wasser oder Getränke generell sind da ja relativ teuer. Und ja, ich habe den Luxus, mit dem Auto fahren zu dürfen. Dann habe ich auch immer oft ein Kissen dabei, was ich hier auch, also was ich in meinem Bett habe. Mein Schlafkissen nehme ich auch immer gerne mit, weil dann schlafe ich halt, ich schlafe mit meinem Kissen halt besser und ich komme nicht immer so gut mit den Hotelkissen klar. Aber das ist ja, der Luxus, wenn man mit deinem eigenen Auto fahren kann. Ja, dann habe ich immer noch meine Schlafmaus dabei. Viele wissen es schon. Ich kann ohne Kuscheltier nicht schlafen. Auch mit 30 Jahren brauche ich immer meine Schlafmaus. Aber jeder hat seine Vorlieben, seine Sachen, die er dabei hat. Brina hat zum Beispiel immer eine Decke dabei. Die nennt sie aber Teppich. Und die muss ich irgendwie immer zwischen den Beinen irgendwie hier so an sich dran haben. Jeder hat so seine Macke. Ja, dann habe ich immer Hausschuhe dabei, denn ich muss sagen, diese Hotelteppiche sind schon so ein bisschen eklig, muss ich sagen. Wenn man da so aus der Dusche steigt und dann mit nackten Füßen, ich trage auch immer zu Hause Hausschuhe. Ich bin ein Hausschuhmensch, ob Sommer oder Winter, ich brauche einfach meine Hausschuhe. Deswegen kommen die auch noch mit. Dann Ladekabel und immer auch eine Mehrfachsteckdose, denn nicht in jedem Hotel gibt es genügend Steckdosen und dann, wenn wir zu dritt oder zu viert in einem Hotel sind und jeder packt noch seine Kamera aus und seine 5 Handys und sein Tablet oder sein Computer oder ich weiß ja gar nicht, was wir alles dabei haben an Elektronik, reicht auf der Platz nicht. Deswegen habe ich immer eine Mehrfachsteckdose dabei plus hier so ein USB-Hub, wo ganz viele USB-Stecker reinpassen. Ja, das nehme ich auch immer mit. Dann ein Handtuch, weil oft in den Hotels, ich brauche immer ein Handtuch für den Kopf und für den Körper. Und manchmal kriegt man halt nicht genug für alle. Also vor allem wir Frauen brauchen, also ich brauche immer eins für den Kopf und eins für den Körper. Und deswegen nehme ich mir auch immer eins mit, falls wir zu wenig Handtücher bekommen. Und dann, ja, stellvertretend einfach mein Kosmetikbeutel. Der ist eigentlich immer vorgepackt. Also ich habe immer diesen Beutel, der ist immer gepackt. Und ich muss den nie neu packen. Und ja, wenn da halt irgendwas leer geht, muss ich halt was ersetzen. Aber hier ist dann sowas drin wie Duschgel, Bürste, was man halt so braucht. Was alles, Abschminktücher, Haarspray, Zahnbürste, Shampoo, Parfüm. Alles, was ihr so braucht. Das brauche ich jetzt aber jetzt nicht auspacken. Und wie gesagt, der ist immer in meiner Reiseecke
fertig gepackt und muss ich einfach nur so greifen und in den Koffer tun. Ja, kann ich jedem empfehlen, der öfter verreist. Muss jetzt nicht Disneyland Paris sein, aber generell, wenn man irgendwo hinfährt. Ja, und dann noch mein Make-up-Beutel, den zeige ich euch jetzt auch nicht, denn ja, da ist sowas drin wie Wimperntusche, Lidschatten, was ich halt tagtäglich benutze zum Schminken. Wenn euch das interessieren würde, dann schreibt es mir gerne unten in die Infobox, dann kann ich das auch irgendwann mal in ein Video verpacken, mit welchen Produkten ich mich so schminke. Weil ich bin eigentlich so ein, meine Schminkroutine sind immer mit derselben Produkten. Ich bin nicht so jemand, der ganz viele Schmink-Kosmetikprodukte testet. Wenn ich was gefunden habe, was zu mir passt, dann bleibe ich auch da dran. Ich bin da sehr langweilig bei Schmink, muss ich sagen. Ja, und dann noch meinen heißgeliebten Dyson. Der muss auch immer mitkommen. Seit ich ihn habe, möchte ich ihn nicht mehr missen. Ich bin schon noch nie ein Fan von den Hotelföhns gewesen, denn man sieht immer aus, als hätte man in die Steckdose gefasst oder die Haare explodiert oder ich weiß auch nicht. Also Hotelföhns und ich stehen auf Kriegsfuß und ja, jetzt, ich habe ja den, das ist der Dyson Airwrap mit den verschiedenen Aufsätzen. Das ist jetzt der Aufsatz zum Haare glatt kämmen. Und dann gibt es auch noch den normalen Föhnaufsatz. Also ich nehme immer beide Aufsätze mit. Erstmal Haare trocken föhnen und dann mit dem Aufsatz glatt ziehen. Ja, liebe ich, heiß und innig. Und ohne ihn könnte ich nicht mehr ins Disneyland Paris fahren. Walt Disney World hatte ich ihn ja leider nicht dabei, denn die Spannung passt für Amerika nicht. Da war der Hotelföhn auch gar nicht so schlimm in Amerika, muss ich sagen. Und ich hatte ein Glätteisen dabei. Damit kann man dann auch viel reißen, aber der hier ist schon dafür die Haare als ein Glätteisen. Ja, und jetzt gehe ich noch mit euch meine Standardpackliste durch. Wo habe ich denn jetzt das Handy hingeschmissen? Also ich habe mir eine Standardpackliste geschrieben und die arbeite ich immer ab und lege mir alles, schmeiße ich alles erstmal in den Koffer und so vergesse ich auch nie was. Und kann ich euch gerne mal vorlesen, was da so draufsteht. Und es wird immer ergänzt. Kommt auch an, wenn ich jetzt möchte, jetzt habe ich diese Sitzkissen ergänzt. Die habe ich nie wieder vergessen. Und kann ich klar empfehlen, einfach so eine im Handy bei den Notizen, so eine Standardpackliste für den Urlaub generell, kann ich jedem empfehlen. Ich bin da ja sehr organisiert. Ja. Also ich habe auf meiner Standardpackliste stehen Handtuch groß und klein. Also manchmal packe ich auch noch so ein kleines Handtuch ein. Hausschuhe, Pyjama, habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich muss euch jetzt hier nicht mein Schlafoutfit präsentieren. Dann natürlich Zahnbürste, ist aber in meinem Kosmetikbeutel drin. Ich habe natürlich noch eine elektronische Zahnbürste. Wenn ich Lust habe, nehme ich die auch mal mit, aber meistens nicht. Dann Make-up-Tasche, die habt ihr jetzt nicht gesehen. Die packe ich auch meistens erst einen Tag vorher, weil ich mich während des Schminkens packe, sozusagen. Also schmink mich und dann packe ich es direkt rein. Dann ist es sehr einfach. Kosmetiktasche habt ihr gesehen. Kontaktlinsen, weil ich trage im Park ja nie meine Brille. Ja, deswegen kommen immer noch Kontaktlinsen rein. Wimpern. Ich habe ja in den Parks immer künstliche Wimpern draufgeklebt. Habe ich von Amazon plus den Wimpernkleber. Hält super. Haaröl. Also ich habe immer so, ja, was man so sich so in die Haare schmiert nach dem Haarewaschen, damit die Haare besser durchkämmbar sind und auch ein bisschen gepflegt werden. Das habe ich immer noch dabei. Dann Unterwäsche. Die habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Socken. Dyson habe ich euch gezeigt. Minimaus. Kissen, immer so mit Fragezeichen, es kommt darauf an, wenn ich genug Platz habe oder mit wem ich fahre. Dann Ladekabel, Handys, Kamera und den Monopod, mein Tablet, die Kamera selbst, mit der ich gerade filme, Handschuhe, also ich habe komplette Jahreszeit unabhängig, habe ich also auch einfach mal aufgeschrieben. Also Handschuhe, Mütze, Stirnband, Regenschirm, Poncho, Einkaufstaschen, habe ich euch auch kurz erklärt, warum. Sonnenbrille, Jahreskarte, Snacks. Haarzeug, das steht hier drauf, das sind halt sowas wie Haargummis, Haarklammern, was man so zum Styling der Haare braucht. Das habe ich auch nochmal in so einem kleinen separaten Kosmetikbeutel drin, auch immer griffbereit. Dann Handwärmer, Wärmeweste. Im Winter habe ich immer so eine Wärmeweste an, die elektronisch warm wird mit einer Powerbank. Habe ich jetzt auch draufstehen, habe ich aber ewig nicht mehr mitgenommen. Wasserkocher, Tee und Agavendicksaft. Ich habe ja so einen faltbaren Wasserkocher. Und da habe ich auch immer, wenn es kalt war, mir einen Tee mitgenommen in den Park. Aber habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Dann Frauenartikel, was man so als Frau noch braucht. Wärmflasche habe ich ja auch mal drauf geschrieben, weil wenn wir manchmal durchgefroren nachts ins Hotelzimmer kommen, war so eine Wärmflasche schon schön. Aber da habe ich noch einen anderen Geheimtipp, wenn ihr so einen Föhn habt. Die anderen lachen mich immer aus, aber ich föhne mich an unter der Bettdecke. Das ist das
Beste, was ihr machen könnt, wenn euch kalt ist, ich kann da auch nicht einschlafen, wenn mir kalt ist, dann föhne ich mich einfach mit meinem Föhn an. Ich habe tatsächlich einen Föhn, so einen älteren Föhn, neben meinem Bett immer eingestöpselt. Und wenn mir abends kalt ist und ich mich ins Bett lege, föhne ich mich an unter der Bettdecke. Ihr müsst das mal ausprobieren, wenn euch kalt ist. Das ist der geilste Tipp ever. Brina war letztens auch kalt im Hotel, habe ich sie auch angeföhnt. Und sie hat auch gesagt, das ist schon... Aber sie lacht mich trotzdem dafür aus, fürs Anföhnen. Das hat mir dann eine Freundin damals aus Nürnberg. Wir waren zusammen ja in England ein Jahr. Ich war ja ein Jahr Au-pair in England. Und sie hat mich da mal auf diese Idee gebracht. Sie hat sich auch mal angeföhnt. Und seitdem mache ich das auch immer gerne. Deswegen, wenn euch kalt ist, föhnt euch einfach an. Denkt dran, aber das Ende vom Föhn, also da, wo die Luft rauskommt, nicht auch mit unter die Bettdecke zu tun, weil sonst könnte das irgendwann kritisch werden. Das muss rausgucken. Dann Masken. Habe ich zwei provisorisch, also braucht man jetzt auch nicht mehr so viele. Natürlich, wenn man sich unwohl fühlt, kann man eine anziehen. Nagelzeug, also wenn ich mir die Finger lackiere oder Nagelfolien drauf mache, dass ich das auch nicht vergesse, wenn was abfällt. Taschentücher habe ich draufstehen. Ventilator im Sommer. Und mein Sitzkissen. Das kam jetzt neu dazu. Ja, das ist so meine Standardpackliste. Könnt ihr euch ja auch mal so notieren. Langsam nochmal das Video irgendwie zurückspulen oder so, wenn irgendwas dabei war. Ja, das ist alles, was ich fürs nächste Wochenende einpacke. Habt ihr mal einen kleinen Überblick mal wieder bekommen? Ich werde es mal hin und wieder machen, wenn irgendwas Besonderes ansteht. Bei jedem Trip ist es halt langweilig. Da müsste ich jede 3 Wochen, jede 4 Wochen ein neues Packvideo hochladen und es werden immer dieselben Sachen. Deswegen in so gewissen Abständen oder zu was Besonderem Reisen, wie zum Beispiel Walt Disney World, habe ich euch ja auch eins abgefilmt. Aber Disney in Paris ändert sich jetzt eigentlich auch nichts, außer die Outfits. Ja, und das war mein Packvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, alle Links zu den Sachen, die es noch gibt, findet ihr unten in der Infobox, immer beschriftet. Auch denkt an den Anna-Luisa-Sale, der March Madness-Sale. Demnächst ist ja auch Ostern, vielleicht sucht ihr noch das ein oder andere Geschenk. Ich liebe den Schmuck, schön dezent und ja, kann man echt gut kombinieren. Ja, und das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bibi Yoda sagt auch Tschüss.